Ja, Herr Berchter, jetzt dieses Jahr die 30. Ausgabe vom Rechter Motocross. Wie froh ist man, nachdem es letztes Jahr ausgefallen ist, regenbedingt, dass dann dieses Jahr die 30. Ausgabe überhaupt stattfinden kann? Ja, wir sind natürlich sehr froh, was wir hier auch mit dem schönen Wetter, was wir das haben. Und schauen wir mal, mein Pilot, es scheint auch genug hier zu sein, was die Veranstaltung einen Gewinn einbringt dieses Mal. Weil letztes Jahr mit den Absagen müssen aber Unkosten haben wir ja auch immer, auch wenn keine Rennen sind. Da müssen wir schauen, was wir in die Runde kommen hier. Aber wir sind schon sehr froh, was dieses Jahr wieder ist. Ja, Sie sprechen die Unkosten an. Das ist ja ein ganzer logistischer Aufwand, der hier betrieben wird. Jede Menge los, jede Menge auch zu investieren. Wie viel Zeit ist da zu investieren, um die Strecke auch in Ordnung zu halten? Ja, die Strecke in Ordnung, das ist schon, das geht schnell. Wir haben Philipp Freschers, er fährt mit dem Bagger dann da drüber, macht das gerade. Wir machen die Fehleinschläge, das Band machen wir so auf einem Samstag immer. Haben wir die Strecke präpariert, aber dann kommen die Unkosten wie Rotes Kreuz, wie AMPL, die müssen alle bezahlt werden. Und dann an die Mieten, an Bauern und so etwas, was rundherum anfängt. Fehler müssen gekauft werden. Das ist immer etwas, wo es noch beikommt. So. Es ist dieser Motocross in Recht ja fast schon eine Traditionsveranstaltung, aber es kann eventuell auch die letzte Veranstaltung sein dieser Art, weil es gibt ja auch Pläne, den Ravel quasi quer durch die Motocross-Strecke zu schicken. Wie sieht es da aus? Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, ich habe mit dem Bürgermeister vom 14. Tag Freitag noch gesprochen. Da sollen wir mit dem Schöffenkollegium und die wie ich machen, Ravel bauen wollen hier, schauen, wie wir das hier machen können. Sie haben einfach gesagt, sie wollen immer quer dadurch, weil dann fahren die hier durch, wo der Bus da steht, da geht das quer dadurch. Und da hinten auch ein paar Stellen, wo sie raufkommen, über den Bahn rüberfahren. Ja, wenn das so, weil die das so machen, wie die das wollen, ja, dann wird der Motocross in Recht nicht mehr lange da sein. Gibt es denn einen Alternativvorschlag Ihrerseits? Ja, wir hatten eine Alternative. Wir haben zwei Wege hier. Aber hier oben, der Weg hier vorbei, könnten die auch fahren und könnten hinten wieder hinter der Strecke normal drauf fahren. Aber Sie sagen, Sie wollten keine Abweichung machen. Sie wollten auf dem Bahngelände bleiben. Aber da hinten waren ja auch Häuser, da haben sie auch hier. Und wo müssen wir suchen, was da geschieht. Oder in Bürtuville, jetzt in der Pfälzer kommen, da stehen die Fabriken auf dem Bahngelände. Da müssen überall Alternativen gefunden werden, was wir jetzt hier machen. Ob wir da was finden mit ihnen, das steht noch in den Sternen. Das müssen wir noch mit ihnen ausdiskutieren.